Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zu dem wohl letzten Lootbox-Unboxing in diesem Jahr. Und zwar ist es die Loot-Chest aus Dezember 2018. Erster Link in der Videobeschreibung, wenn ihr auch so ein Ding haben wollt. Aber jetzt öffnen wir erstmal das leckere Packerl und schauen, was da so drin ist. Ne? Sneaky Box-Design, etwas länger als sonst. Normalerweise ist die, ich sag mal, so groß. Diesmal ein wenig länger. Und wir schauen mal, was wir hier so für Items drin haben. Ich glaube, das T-Shirt haben wir oben drauf. Das wollen wir mal nicht. Hier haben wir irgendwas Schweres. Wenn ich schätzen müsste, dann würde ich sagen, es ist eine Tasse. Es ist eine Tasse. 3, 2, 1. Es ist eine Tasse. Und ich wollte erst sagen Max Payne, aber nein, es ist Han Solo. Erkannt hier unten an dem Star Wars Logo die Han Solo Tasse hier aus dem Star Wars Universum. Da gibt es ja jetzt von Starbucks, ja, apropos Star Wars Universum, gibt es jetzt so eine Tasse, die kann man bei Starbucks kaufen. Ich weiß nicht, ob in Deutschland, ich habe das irgendwo bei Dan2D oder so heißt der YouTuber in einem Video gesehen, die kostet $80. Und dann kann man da über eine App eine Temperatur einstellen und das Getränk, was man sich dann da eingießt, das bleibt dann exakt in der Temperatur. Wenn es ein bisschen, ich sag mal, kühler ist, dann heizt das Ding das auch auf, aber man hat seinen Kaffee dann immer exakt auf derselben Temperatur. Fand ich eigentlich ganz geil, aber dann habe ich letztendlich wieder $80 im Kopf gehabt und habe dann ehrlich gesagt nicht geguckt. Ich bin morgen in Dortmund. Eventuell schaue ich mal beim Starbucks vorbei. Wäre vielleicht ein ganz cooles Geschenk, aber es ist halt auch arschteuer. Aber es ist halt auch wieder geekig, ne? Mit der App und so weiter. So eine Kaffeetasse kann man machen, muss man aber nicht. Schreib doch mal. Soll ich es wirklich machen oder lasse ich es lieber sein? Ich schätze, jetzt bin ich der Solist in unserem Knabenchor. Hey Shift, was hast du heute Abend vor? Ich mache nur noch meine Strophe fertig, pack meine 7 Sachen und dann werde ich mich zu meiner Freundin begeben, denn wenn mir nicht gesteht, sind solche netten drohenden Abend näher spärlich gesehen. Oh, war ein Rap? Kennt er das? Jein, ne, fettes Brot. Aber nicht die originale Version, sondern wurde am Anfang gesagt, es ist 1996 und nicht hier irgendwie, es ist 2012 oder so. Wo sind wir denn hier? Ja, okay. Die Prinzessin und der Han Solo, ein Liebespaar. Eine schöne Tasse, muss man ja wirklich sagen. Schöne Farben, ja. Erinnert mich auch ein bisschen an das OnePlus 6T mit der McLaren-Version. Boah, das finde ich wirklich geil, ne? Aber ich halte durch. Ich habe mir dann geschworen, obwohl mein Handy total im Arsch ist, ich hole mir kein Handy mit Snapdragon 845, sondern ich warte auf die 855-Serie. Lenovo hat das erste schon rausgebracht. Aber vielleicht wird es doch wieder ein Samsung, obwohl ich Samsung eigentlich hasse mittlerweile, weil das Ding so oft im Arsch war. Glaube ich, dass das S10 ziemlich geil wird. Okay, jetzt haben wir genug Off-Topic gehabt. Wir machen weiter mit der Loot-Chest aus Dezember 2018. Was zum Teufel ist hier drin? Minecraft. Oh, wow. Geil. Minecraft Steve in Golden Armor. Das ist das, what I ever wanted for Christmas is you. Geil. Ja? Ja, geil. Meine erste Minecraft-Figur. Und das tun wir mal so, als ob das hier nicht rausgefallen wäre. Sollen wir die aufmachen? Ich überlege gerade, ob ich das nicht verschenke. Weil ich habe hier schon... Soll ich mal zeigen? So ein paar... Hoffentlich gucken die nicht zu. Ich glaube ja nicht, aber guck mal, was ich so verschenke. Nur mal so als kleinen Tipp. Warte mal, Augenblick. Hier, so, ich habe hier einen, zum Beispiel so ein Auto. Ne, damit kann man Stunts machen. 360 Grad, richtig geil. Dann habe ich natürlich, was soll ich auch anders schenken, von einer Switch, so eine Tasche, ne, weil er eine ganz frische neue Switch hat, werde ich meine auch mitnehmen und dann spielen wir Mario Party hier an Weihnachten. Dann habe ich hier so eine schöne Tasche, da steht Liebe drauf und so weiter. Und dann habe ich mir überlegt, vielleicht kann ich ja bei dem mit dem Auto oder so, weil die mögen Minecraft, das ja dabei legen. Aber dann würde ich meiner Pflicht hier nicht nach und kommen, wir machen es auf. Ja, was soll's, vielleicht packe ich es dann auch einfach so mit dazu, aber ich muss mir das einmal hier angucken. Okay, das ist ein Würfel. Was kann man damit machen? Mach was! Excalibur Zenaldo! Du musst doch irgendwas können! Oder bist du nur ein Viereck? Es tut nichts. Es ist einfach nur ein Würfel. Es tut mir leid. Das hätten wir auch in der Verpackung gehabt. Hätte ich euch genauso viel erzählen können. Aber hier der Kollege hier, der Steve. Oh, Entschuldigung. Ich habe ihm, glaube ich, ein Bein ausgerissen, aber das ist, denke ich, ganz, ganz leicht wieder zu fixen. Zack, ist es auch schon wieder drin. Und zwar haben wir hier eine Figur, da haben wir ein Diamond Sword und können damit hier schön PvP machen. Ups, das war der Arm. So, jetzt ist er wieder dran. Ne? So, alles klar. Zoom euch mal eben ran, damit ihr hier auch die volle Qualität miterleben könnt von Steve in der goldenen Armor
mit. Es ist sogar nur ein Goldschwert, oder? Es ist kein Diamantschwert. Ich glaube, Gold ist schlechter als Diamant bei Minecraft, oder? Ich kenne mich da nicht mehr so aus. Ich habe Minecraft ganz, ganz lange nicht mehr gespielt. Aber die Zeit, als ich es gespielt habe, war eigentlich ganz cool, muss ich sagen. Ist ein nettes Spiel. Ist so das Lego der Neuzeit, ne? Will ich mich jetzt nicht vor versperren. Das Einzige, was ich immer an Minecraft so übel finde, ist diese Abzocke auf YouTube, ne? Von irgendwelchen Mongos, die dann irgendwie welche Server aufsetzen und dann irgendwelche Ränge verkaufen an die armen Kinder und die Eltern müssen das wieder ausbaden. Ich habe schon mal mit einem Kumpel so drüber nachgedacht, ob wir nicht mal so Seminare, YouTube-Seminare für Eltern geben sollen, dass man die Eltern mal aufklärt, was da so abgeht und so weiter, wie so Influencer auch mal ganz schlecht fluenzen können und so weiter. Ist mal so eine Geschäftsidee vielleicht, aber in welcher Zeit ist die andere Frage. Okay, wir haben hier aus dem Exploding Kitten-Universum ein Kartenspiel. Nein, es sind es ist ein Kartenspiel und zwar ein eigenes Spiel, Exploding Kittens. Wir gucken uns die Karten an. Das ganze Spiel jetzt zu erlernen und diese unglaublich lange Beschreibung durchzulesen, würde hier den Rahmen sprengen, denn ich versuche mich, wie ihr wisst, in den Videos immer möglichst kurz zu halten. Ja? Exploding Kittens, okay. Wir haben hier diverse Karten. Ja, okay, das ist nur der Kartenrücken. Ich dachte schon, okay, alles klar. Das ist ziemlich langweiliges Spiel, es ist immer dieselbe Karte dabei. Nein, auf der Seite hier haben wir die normalen Karten. Entschärfung durch Laserpointer. Entschärfung durch Katzenminzen-Sandwich. Angriff feuert die Katzen, nee, die Krabbenschleuder ab. Was zum Teufel ist das für ein Spiel? Ja, gar nicht mal so uninteressant. Vielleicht kann man das ja an Weihnachten spielen. Ne? Wenn man nichts zu tun hat. So ein Kartenspiel an Weihnachten wäre doch nicht verkehrt. Okay, das war das Kartenspiel. Und weiter geht's mit der Loot Chest aus 2018. Oh, Blisterverpackung. Schätze auf Popfigur. Müsste eine Popfigur sein. Fühlt sich an wie eine Popfigur und ist... Nein, es ist keine Popfigur. Es sind zwei Popfiguren. Nice. Einmal Chun-Li aus dem Street Fighter-Universum und Captain Marvel aus dem Marvel-Universum, aus gegebenem Anlass, ja. Und die kämpfen dann gegeneinander. Nice, guck mal, so eine Doppelpackung ist wahrscheinlich richtig was wert, oder? So ein Zweierpack Popfiguren, ne, Pop-Games und Chun-Li, ein richtig geiler Charakter. In die war ich ein bisschen verliebt, ja. Ich musste mich, als ich klein war, entscheiden zwischen Mila Ayohara und Chun-Li. Und dann habe ich aber Chun-Li genommen, weil ich das immer so nice fand, wenn man unten, oben und, glaube ich, Low-Kick gemacht hat, dann hat die so und dann ist sie so auf den Kopf und dann hat die so eine Hubschrauber-Attacke gemacht. Die war richtig geil, die Attacke. Die habe ich geliebt. Ja, und wenn man ganz, ganz oft den Low-Kick gedrückt hat, dann hat die ihr Bein so ganz, ganz schnell gemacht. Ja? Street Fighter-Leute werden wissen, was ich meine. Alle anderen denken jetzt wahrscheinlich, ich habe irgendwie einen ganz, ganz leicht geistigen Schaden oder so. Ne? Aber wie gesagt, könnt ihr halten wie ein Dachdecker. So, was haben wir hier noch mit dabei? Black Panther und Monster Hunter. Guck mal, Rocket und Mega Man wäre auch nice gewesen. Ja, Strider und Gamora hier aus World of Warcraft. Ultron und Sigma, ja, das sind geile Paarungen irgendwie, ne? So mit diesen Versus-Geschichten. Wir packen selbstverständlich mal aus. Habe ich schon irgendwas von Street Fighter? Ich gucke gerade hinter mich auch in die Wand. Nee, habe ich nicht. Nee. Geil, ne? Das ist ganz cool. Kann ich in dem nächsten Arcade-Stick-Review schön einblenden hier. Guck mal, dann noch so diese Bubbleheads. Nice. Ah, das habe ich euch noch gar nicht erzählt, ne? Immer wenn ich diese Bubbleheads aufgemacht habe, habe ich eine ganz, ganz bestimmte Sache vergessen und habe die weggeworfen. Und ich habe mich immer gewundert, warum meine Figuren aus dem Regal fallen. Ich zeige euch das gleich. So. Und hier Captain Marvel mit Super Sonnenbrille. Und was ich häufiger weggeworfen habe, ist dieser Podest, ja? Dieses Podest. Das war bei anderen Figuren auch dabei. Wie zum Beispiel bei, ich glaube, dem Son Goku, den ich habe. Augenblick. Nee, obwohl der hier fällt auch immer um, aber der hat hier kein Loch unten drin und deswegen weiß man, dass, ja, dass da eigentlich kein Podest runtergehört. Aber ich weiß nicht, ob man sieht, Son Goku hat sich auch schon mal das Bein gebrochen. Ich zoome euch mal eben ran, um euch das zu zeigen. Und dann habe ich den mit Sekundenkleber wieder dran gemacht. Hier so auf dieser Höhe hier hat er sich das Bein gebrochen und dann musste ich den, wieder zusammenflicken. Ne? Aber der war ja nicht im Dings drin. Bein ist noch dran, sondern die beiden waren hier drin. Die Bubbleheads.
geilo. Ja, sehen auf jeden Fall fett aus. Es gibt von jedem nochmal einmal kurz eine Nahaufnahme, damit ihr das auch seht. Chun-Li mit den elastischen Beinen, ja, sehr, sehr nice. Aber nicht in ihrem normalen Kostüm, denn das normale Kostüm ist blau-weiß, das weiß ich noch ganz genau. Ne? Und den kann man dann hier unten dieses Podest in die Füße rammen. Was wir aber jetzt nicht machen werden, sondern später. Ne, das ist ein bisschen fummelig, das brauchen wir jetzt nicht. Und so sieht sie aus. Und Captain Marvel sieht so aus, ne? Mit so schicken Bettstiefeln an und hier so einer Rocker, Beaded, Michael Jackson, Gedächtnis, Lederjacke, ne, am Start. Und natürlich der Bobblehead mit am Stissel. Und unter, was ich ganz nice finde, unter der Brille, unter der dunklen Brille, sieht man trotzdem noch die Augen. Das finde ich auch ganz geil. Ne? Popfiguren sehen auf jeden Fall immer fett aus und kann man sich auch immer ins Regal stellen. Ich habe mittlerweile schon so viele, dass das richtig was hermacht, wenn man das alles so schön in Reihe aufstellt, werde ich auf jeden Fall euch bald auch nochmal zeigen. Ja, Roomtour kommt bald. Ne? Könnt ihr mal wieder ein paar Mal in die Kommentare schreiben. Je öfter ich das lese, desto mehr Lust habe ich da drauf. Okay, T-Shirt. Ihr wisst, das ist schon ganz fett. Zwar jetzt nichts außergewöhnlich super Kreatives, aber Sachen, die man halt immer mal wieder... Ja, da macht man nichts mit falsch. Eine Tasse, Popfigur, Kartenspiel, Minecraft, ne? Ist halt sehr universell. Und die Meister der T-Shirts sind ja auf jeden Fall Loot Chest. Und erster Punkt... Geht raus an Loot Chest für ein dunkelblaues T-Shirt, mal kein schwarzes. Und ich glaube, ich habe Pokémon gesehen. Und wir haben, ja, ein sehr, sehr schickes Pokémon-Shirt, ja, wo man hier den Trainer mit einem Pikachu vor der Skyline von wahrscheinlich Tokio oder so sieht. Ja. Und das Ganze, der Horizont und die ganze Szenerie dann in Form eines Pokéballs. Ne? Also der obere Teil hier rot. Stellt den Himmel dar, untere Teil weiß, stellt das Wasser dar, sieht einfach nur fett aus, kann man nicht anders sagen. Ne? Das ist ein schickes T-Shirt und da hat Loot Chest einfach mal wieder bewiesen, dass sie es verdammt nochmal drauf haben. Ne? Wer das konventionelle Zeug mag, definitiv Loot Chest mit auf dem Schirm haben, denn da macht man eigentlich sehr wenig mit falsch. So, ansonsten haben wir noch Pop Rocks mit dabei. Ja, allerdings nicht in dieser komischen blauen Packung, wo dieses Alien-Vieh mit drauf ist, sondern hier mit Cola-Geschmack. Ja. Kennt ihr das, wenn man sich das reintut, dann den Mund so aufmacht, dann macht das so klick, 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 klick. Würde ich jetzt ganz gerne machen, habe ich jetzt aber gerade kein Favor drauf. Ja. Mal gucken. Wenn ich mal ganz freaky drauf bin, dann lasse ich es mal so richtig knistern. Okay, ach, da ist noch was dabei. Guck mal hier. Aquaman ist auch ein ganz aktuelles Thema hier mit Khal Drogo vorne auf dem Cover drauf, ja, DC diesmal, nicht Marvel. Und hier haben wir ein cooles Comic mit Aquaman und anderen Herrschaften aus dem DC-Universum. Ne? Wir haben Wonder Woman, wir haben Superman mit am Start und alle, die da so mitmachen. Aquaman, aka Khal Drogo, ne? So und so weiter und so fort. Ne? Müsst ihr immer Pause machen, dann könnt ihr das komplett durchlesen. Thank me later. So, das war das. Auch immer ganz nett, Comic mit dabei. Kurz vom Pennen gehen und hier haben wir das Loot Chest Booklet, wo wir die Items nochmal erklärt haben. Wobei heute habe ich nicht gestruggelt, was die Erklärung angeht. Wusste ich alles ganz gut. Ich habe sogar Special Moves von Chun-Li aufgesagt. Wenn ich da keine extra Punkte bekomme, dann weiß ich es ehrlich gesagt auch nicht. Ja, so, also, guck mal hier. Super Mario Party. Fand ich ehrlich gesagt nicht so geil. Ja, dann hier dieses Katzenspiel und so weiter. Ach, Minecraft hätte man noch... Guck mal, hätte auch einen Creeper kriegen können. Das war das Plus-Item. Alles andere ist auch in der normalen drin. Wenn ihr den Unterschied wissen wollt, checkt unten the link in the Videobeschreibung. Alles klar, das war die Loot Chest aus Dezember 2018. Es kommen dieses Jahr auf jeden Fall auch noch Videos. Ich habe gerade ein Review in der Mache. Ich denke mal, wenn alles glatt geht... Nee, ich sag nichts. Ist auf jeden Fall in der Mache. Kommt bald raus. So, ich bin aber jetzt erstmal draußen und sage... Bis denn. Peace.